bitch, I do it for my hometown. I suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die. Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Moritz, willkommen zum neuen Video. Erneut, nach 9 Monaten, fast 10 Monaten, wo ich jetzt wieder nichts gemacht habe. Ja, Alter, was mache ich mit meinem Channel, Mann? Es war früher so ein riesen Ding für mich. Es war quasi der Hauptbestandteil, könnte man fast sagen, von meinem Leben. Und jetzt, ja, habe ich damals so lieblos aufgehört, einfach verschwunden und habe euch nicht gesagt, was los ist. Naja, das war einfach scheiße, kann man nicht anders sagen. Aber damals war das Leben einfach von mir so. Und ja, ich habe euch in meinem anderen Video erklärt, in dem ersten vor 10 bis 11 Monaten, warum ich damals aufgehört habe. Und das war einfach so. Und da stehe ich auch dahinter. Ich wollte einfach, genau, also schaut euch das Video an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich wollte einfach mal wieder mehr im Real Life leben und so. Und dann habe ich das leider so schmerzhaft gemacht, wie ich das damals gemacht habe. Einfach aufhören, nichts sagen und so, alle Videos auf privat stellen. War leider so, aber dann habe ich mich ja, nun ja, wie gesagt, war so, kann ich jetzt nicht ändern. Dann habe ich mich ja vor 10 Monaten wiedergemeldet und dieses Video gemacht, das ich echt schon lange machen wollte. Also vor 3 Jahren im Mai, also 2013, habe ich aufgehört und dieses Video wollte ich echt schon, 2014, 15... 15 auf jeden Fall, 14 wahrscheinlich auch. Wie alt war ich da? Mit 14 bin ich 18 geworden. Also, warte mal. Nee, wobei, so ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre wollte ich das Video machen. Hab's dann vor 10 Monaten gemacht, worauf ich dann auch stolz war und bin, weil es war schon nicht leicht, da wieder zurückzukommen und zu erklären, warum ich aufgehört habe. Und ja, waren halt schon so private Sachen. Nun ja, auf jeden Fall habe ich dann noch ein Video hochgeladen, einen Monat später oder so, oder ein paar Tage später, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo ich dann versprochen habe, dass ich eine Serie mache, in der ich so Dual Commentaries erstmal mit Chris, Xtrottel HD, machen werde und dann mit anderen Leuten auch. Nun ja, seitdem habt ihr nichts mehr von mir gehört, so, das ist ja diese übliche Call of Duty-YouTuber-Krankheit, die so relativ... Bei manchen, natürlich nicht bei jedem, absolut nicht so. Es gibt Leute, die ziehen ihr Ding durch. Immer noch, seit damals. Nun ja, auf jeden Fall kündigen ja viele junge YouTuber, so wie ich, Sachen an und machen es nie. Ja, wie gesagt, sowas ist einfach scheiße. Ende, Alter. Ich kündige hier was an, ihr freut euch drauf und dann mache ich nicht. Super. Ich meine, ich verstehe das mit der YouTube-Bindung, dass man da halt so eine Bindung, so eine persönliche Bindung irgendwie aufbaut mit den Leuten, die man guckt. Ist bei mir ja genauso. Ich habe früher tagelang auf YouTube verbracht, jeden Tag so geschaut und dann, wenn damals, also den Thunder habe ich zum Beispiel übelst gefeiert, habe ich jetzt mir gerade auch ein Video angeschaut, das habe ich schon lange nicht mehr, aber den finde ich immer noch cool. Wenn der damals einfach so aufgehört hätte, da hätte ich mir, erstens fände ich das scheiße, weil mir das echt Spaß macht und so tägliches Brot damals war. Und außerdem hätte ich mir dann auch Sorgen gemacht, ne? Und das ist schon echt scheiße, so oft zu hören. Also tut mir echt leid, Leute. Tut mir echt leid. Aber ich kann euch sagen, dass es mir heute echt gut geht. Und ja, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Aber das ist schon eine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht bereue ich es, das so gemacht zu haben, aber ich konnte es damals einfach nicht anders machen. Also ich glaube nicht, dass ich es bereue, aber ich finde es auf jeden Fall nicht gut, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, aber jetzt geht es mir gut und das ist ja, also für mich ist das sehr viel wert so. ja. Und noch ein riesen Dankeschön, Alter, für die Zeit damals. Es war einfach, wie gesagt, so ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und danke für die Kommentare, die ihr geschrieben habt. Danke für, ja, dass ihr meine Videos angeschaut habt, dass ihr mir Feedback gegeben habt, so mit mir gezockt habt, da Bock drauf hattet, nur mich supportet habt. Das war schon echt geil. Ich wusste das damals auch zu schätzen. Auf jeden Fall.
100 Pro, aber ich war da halt jünger, ne? Ich habe YouTube mit 15 angefangen. Da ist man schon jünger und etwas unreflektierter. Ja, und ich habe mich da halt komplett reingestürzt. Kaum anderes gemacht. Ja, nicht mehr so viel, ne? Ja. Also ich war damals auch dankbar, aber nochmal auf jeden Fall Dankeschön für die Leute, die jetzt noch da sind, werden wahrscheinlich nicht viele sein. Vor allem jetzt nach dieser Versprechung im Januar, Februar, nun ja, da ist mir dann wieder was dazwischen gekommen, Leben. Und ich konnte es dann nicht mehr machen. Oder was heißt konnte? Ich hatte überhaupt nicht den Kopf dafür. Aber ja, ich hatte da, ja, entweder, also es war zum einen mal, weil ich keine Zeit dafür hatte. Also ich war ein Jahr im Ausland und habe da richtig viel arbeiten müssen, so. Und bin August dieses Jahr zurückgekommen. Und dann, ja, eben noch was Privates und so. Nein, es hat nicht mehr viel Zeit gewesen. Und ich hatte echt keinen Kopf dafür. Und das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, so scheiße, Mann, jetzt habe ich was angekündigt, aber mach's doch nicht. Aber ich konnte es einfach nicht. Ja. Wie gesagt, echt scheiße gelaufen, aber es ist halt so passiert. Tut mir leid. Chill 4 Killer war schon echt eine geile Sache. Hat echt Spaß gemacht, hat mir viel Spaß gebracht. Aber damals wollte ich das halt nicht mehr. Heute spiele ich jetzt ab und zu mit Freunden bisschen Call of Duty so. Ab und zu mal Splitscreen, so LAN-Party-mäßig. Oder jetzt vor kurzem einmal mit einem Kumpel einfach so. Es macht mir schon ein bisschen Spaß so. Ich kann euch aber direkt sagen, ich werde nicht mehr mit YouTube anfangen so. Wie früher. Ich hatte ja früher. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht genau auf die Details von früher ein, aber ich hatte viel Zeit früher zum Zocken und alles machen. Heute nicht mehr, absolut nicht. Ich habe auch schon ewig keine Konsole mehr. Meine PS4, meine Elgato, hatte PSVR schon lange. Alles verkauft, Xbox auch nicht mehr, PS3 ist kaputt. Also ich habe echt keine Konsole mehr. Ich zocke gar nicht. Kein Scheiß. Ich, der früher Stunden gezockt hat, zocke gar nicht. Also, ja. Wie gesagt, ich bin halt kein YouTuber mehr. Ich habe das damals geliebt und dann könnte man schon so sagen verraten. Also kann ich mich jetzt nicht mehr so als ein Gamer. Also ich bin, mir macht Gamer noch Spaß, aber ich bin kein Gamer mehr so in dem Sinne, glaube ich. Zumindest jetzt nicht mehr. Und YouTuber sowieso nicht. Das habe ich verkackt. Ja. Ups. Aber auf jeden Fall will ich euch kurz Bescheid sagen. So, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Wenn nicht, könnt ihr ruhig in den Kommentaren darüber ein bisschen schreiben. Ich werde dieses Video, glaube ich, hochladen. Gehe ich mal von aus. Und ja, also. Früher, würde ich noch ganz kurz sagen, habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich mich echt so ein bisschen dafür geschämt, so ein Gamer zu sein, in diese Ecke zu gehören, beziehungsweise reingeschoben zu werden von anderen Leuten, von dem Mainstream so, von der Klasse, genau, Klasse Sport so, fand ich gar nicht gut. So wurde man so als No-Lifer immer dargestellt, das fand ich halt gar nicht gut, deswegen habe ich damals auch aufgehört. Jetzt gehe ich doch auf die Details ein, aber ist egal. Jo, genau, und heute finde ich, das ist doch echt ein geiles Hobby, wo man so eine Fanbase hat, oder was heißt, ja doch, eine Fanbase hat so und dann sein Zeug kriegen kann und einem Leute zuhören, also das ist schon echt geil. Also ich schätze das mittlerweile, dass ich das damals hatte. Finde es echt geil. Wie gesagt, danke dafür. So, ich habe euch ja diese Serie versprochen, werde ich nicht machen. Ganz ehrlich, ich werde auch keine regelmäßigen Videos hochladen und vielleicht wird das hier wieder mein letztes und vielleicht jetzt mal ohne Spaß, kein Witz. Vielleicht ist das hier wirklich mein absolut letztes Video und ich werde mich nie wieder melden. Aber dann wisst ihr zumindest, vielleicht interessiert es euch gar nicht, wenn ihr denkt, ich bin ein Spast, da ich mich halt ewig nicht gemeldet habe und so. Auf jeden Fall habe ich die Gewissheit, jetzt ein Video zu gemacht haben. Und ja, eventuell, sehr eventuell, werdet ihr vielleicht nochmal was von mir hören. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Ungewissheit leben.
Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich nicht, wenn ich mir so unsicher bin, weil es kann halt sein, jetzt gerade habe ich ohne Witz so einen kleinen Schub von Motivation. Aber es kann halt sein, dass diese Motivation nach einer Zeit wieder verfliegt, weil ich habe halt nichts mehr mit dem Zocken zu tun. Und das kostet halt natürlich alles Zeit, das YouTube. Wie gesagt, also ich kann euch sagen, wahrscheinlich werde ich nichts machen. Eventuell werde ich nochmal ein Video hochladen. Eventuell auch zwei, eventuell nichts. Wie gesagt, ich will hier ganz klar sein. Vielleicht seht ihr nie wieder was von mir. Aber danke für die Zeit. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Haut rein, Leute. Alles Gute.